Ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn ich hier so ein bisschen im Schatten sitze und das Bild ein bisschen dunkel ist, aber es ist ein bisschen heiß. Ja, der Marvin hat uns eine Zuschauerfrage gestellt. Er hat gefragt, wie ist das mit den Wohnverhältnissen in Portugal? Ja, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Frage ein bisschen mehr differenziert wäre. Aber wir können natürlich immer das erzählen, was unseren Erfahrungen entspricht und unserem Wissen. Es hängt immer davon ab, wie du finanziell ausgestattet bist. Ja, als Rentner mit einer guten Rente kannst du dir natürlich eine Wohnung nehmen. Mobilheime sind hier sehr beliebt, so in der Regel um die 30 Quadratmeter. Kleine Holzhäuser, auch so um die 30 Quadratmeter. Wir haben gesehen, ja, in der Algarve, aber ein bisschen vom Strand weg, traditionelle kleine Häuser, alt, aber bewohnbar. Da zahlt jemand, das ist aber ein Einheimischer, wird aber jemand anderem nicht anders gehen, 250 Euro für ein kleines Häuschen. Dann gibt es natürlich Zelte, Wohnmobile. Wir haben Leute gesehen, die zunächst einmal nach Portugal gefahren sind in einem Kombi. So ein bisschen ausgebaut. Das kann man auch gut machen, wenn man alleine ist. Und das war jemand, der ein guter Freund wurde. Und der hat sich dann in der nächsten Wintersaison entschlossen, einen Kleintransporter zu kaufen und hat stehen umgebaut, damit er drin stehen kann. Wir haben Leute gesehen im umgebauten Feuerwehr-LKW und dann ein umgebauter Pferdetransporter, gigantisch groß, sehr hoch, sehr viel Platz drin, wunderbar. Ja, man muss nur Ideen sein und flexibel und vor allem, das haben wir jetzt von einigen Leuten gesehen, die in Deutschland sehr gut gestellt waren, aber ausgewandert sind nach Portugal und alle sprechen von den gleichen Erfahrungen. Man ist überrascht, mit wie wenig man hier zurechtkommt. Ja, das ist vor allem das Auswandern auch eine Frage der Mentalität. Ja, und wir haben dann auf einem Privatgelände gestanden mit unserem Olli hier, das ist unser Feuerwehr-LKW. Mit Strom und Wasser, aber ohne vernünftige Sanitäranlagen, das war mehr oder weniger so eine Notlösung. Und dann haben wir Leute kennengelernt, die haben uns kurzerhand gefragt, ob wir zu ihnen in die Villa ziehen möchten. Ja, die haben also auch jemanden gebraucht, der hilft, das Haus in Reihe zu bringen, weil das stand zum Verkauf. Und jetzt sind wir dann über gemeinsame Bekannte an dem Ort gelandet, von dem wir eigentlich nicht wieder weg wollen. Das ist eine Pferdefarm vom Schweizer, der ist seit 30 Jahren hier. Und der hat diese Farm hier aufgebaut in eigener Hände Arbeit. Da machen wir auch mal noch was drüber, zeigen wir mal noch, was der hier alles geleistet hat. Das ist fast unvorstellbar. So, und jetzt zu der Frage von Marvin. Jetzt zeigen wir mal, wie wir hier leben. Jetzt geht's los. So, da gehen wir mal hier runter. Das ist das Gebäude, war früher ein bäuerliches Anwesen. Da kommt doch die liebe Sabine. Die liebe Sabine kommt mal schauen. Noch 33 Grad. Ja, so ein Pool ist hier im Süden richtig viel Arbeit. So, dann führen die Stufen zur Terrasse. Das ist eine sogenannte T3-Wohnung. Nebenan eine T2-Wohnung. Und da hinten wohnt unser lieber Freund. Dann geht's hier hoch auf die Dachterrasse. So hat man früher in Portugal traditionell gebaut, nicht etwa um sich zu sonnen, sondern um den Fisch zu trocknen. 12 mal 5 Meter.
Blick auf den Atlantik. Dann geht es wieder abwärts. Oh, noch ein kleiner Blick übers Gelände. Beziehungsweise, das ist nur ein minimaler Teil des Geländes. So, immer alles mit Moskitonetz. So, Küche. Da gehen wir mal raus. Und so geht's dann hier weiter. Das ist einer der drei Eingänge. Deswegen auch Nummer 3. So, hier ist die Haustür zu unserer Wohnung. Diese Wohnung hier, die bewohnen wir mit einem anderen befreundeten Schweizer Pärchen. Wir haben vorher schon zusammen gewohnt, ungefähr 6 Monate. Mit Kamin. Ein Schlafzimmer zeigen wir natürlich nicht. Und hier noch eins. Und hier noch eins. Und die Haustüre. Klimaanlage haben wir hier keine drin verbaut. Von der Bausubstanz her sind das wahnsinnig dicke Wände. Das ist Baujahr 1886. Wenn man hier tagsüber die Glastüren zulässt, bleibt die Wärme auch draußen. Dieses ehemalige Bauerngehöft hat eine Wohnfläche von 390 Quadratmetern. Jetzt kommen wir zum Punkt. Was bezahlen wir hier an Miete monatlich? Genau 0. Ja, da habt ihr richtig gehört. Gar nichts. Denn das ist zum einen mal ein Kumpel, der ist herzkrank. Der konnte fast ein Jahr hier gar nichts machen. Das verwildert hier auch ziemlich schnell. Und es ist jede Menge Arbeit und wir helfen ihm dabei. Freiwillig. Und dann macht das auch Spaß. Jeder tut, was er kann. Jeder hat sein Fachgebiet. Das passt alles wunderbar hierher. So, wir wohnen hier kostenlos und helfen ihm dabei, alles wieder auf Vordermann zu machen, und dann ist nur noch Pflege angesagt, dann ist das nicht mehr so schlimm. Und so kann man in Portugal leben. Das A und O ist Connections, Connections, Connections. Ja, wenn man hierher kommt und mit ein bisschen Ersparten, und das ist dann irgendwann aufgebraucht. Und wenn man hier nicht die notwendigen Verbindungen hat, dann steht man wie ein Ochs vom Berg, da ist nämlich ruckzuck Feierabend. Ja, und dann strandet man wie tausende junge Leute und Leute mittleren Alters hier schon gestrandet sind. Gibt es nämlich hier jede Menge in Portugal, die hier in Alentejo leben, in Zelten und sonstigen Behausungen mitten in der Pampa. Ja, Leute, die auch nicht mehr wissen, wie vorwärts oder rückwärts geht. Deswegen ist die richtigen Verbindungen, also die Connections, hier das A und O. So, damit ist, glaube ich, die Zuschauerfrage beantwortet. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werden wir uns natürlich bemühen, die zu beantworten. Bis dahin, mach's gut. Abonnieren nicht vergessen, das würde uns sehr helfen. Servus.